Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Mit mir, dem Lennart und dem Michel, der sich gerade überhaupt nicht bewegt. Nee. Achso, ich dachte, du wärst schon weg. Aber du bist da. Und wir haben gerade im Hintergrund Musik. Und die werde ich einmal weiterspielen, weil die gerade scheiße ist. Das hört sich ein bisschen an wie... Du hörst es ja, also Michael hört das ja nicht. Nee. Wie Mario, das erinnert mich an Mario. Ach, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Schockt. Wir hätten noch einen Hörbonus, aber... ist jetzt auch nett. Sorry. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht so laut. Aber ich denke mal, das ist zu laut und deswegen mache ich das jetzt einfach mal leise. Mhm. So, auf 10 habe ich es gestellt und hoffe, es wird euch gefallen. Ne, wir schauen mal und wenn es zu laut ist oder so, dann ändern wir das natürlich noch. Aber wir wissen es jetzt noch nicht. Deswegen verzeiht noch kleinerlei Bäume im Weg. Kleinerlei Fehler in der Musik bzw. im Gameplay selber. Gut. Okay, bye. Scheiße. Hätte ich auch klappen können. Es wird dunkel, Michael, das heißt, wir verdrücken uns gleich mal rein, oder? Oder du holst die Betten schon mal hierher. Oder ich hol die Betten, hast recht. Gut. Ich muss nur einmal gucken. Oder ich hol schnell die Betten. Ja, das wäre nett. Ich schreibe hier nämlich gerade noch ein bisschen. Irgendwie hast du bei mir irgendwie mal so Aussätze. Echt? Ja, jetzt schon wieder, wenn du redest, dann zack, ganz leise. Okay, also bei mir läuft alles. Vielleicht ist wegen der Musik oder so. Ja, hier unten war schon wieder ein Skelett. Skelett wieder? Hast du getötet? Ja. Aber wie spawnen die hier denn? Ich hab keine Ahnung. Hast du noch Cobblestone? Weiß ich nicht, aber ich baue hier erstmal dicht jetzt. Ich hab Cobblestone, alles gut. Hier muss ich auch noch was anderes unterbauen. Das ist mir zu nervig so. Da hinten sind's. Ich sehe zwei Skelette, eine Spinne. Zwei Creeper. Ja, komm lieber schnell rein. Wo sollen die Betten hingestellt werden? Hier links in den Raum, wo die Tür hier ist. Habe ich dir aufgemacht, gerade die Tür. Ach, da? Da, genau. Wir können jetzt hier drin eigentlich noch ein bisschen rumwerkeln. Weil wir jetzt ja nicht draußen arbeiten müssen. Hier sind wir ja vollkommen geschützt jetzt. Wenn wir die Fackel nochmal an die Wand setzen, anstatt hier an der Wand, dann... anstatt auf dem Boden, dann sind wir ja geschützt. Es leckt ein bisschen bei mir. Es kommt wohl durch die Lieder. Hm. Das heißt... Weiß ich nicht, was das heißt. Thank you.
Dann da 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 da. Ich finde, ich kann besser Musik machen. Da. Ich hatte schon ausgewählt. Ist ja scheißegal. Das Falsche. So, jetzt müssen wir nur noch auf Cobblestone warten und dann können wir eigentlich loslegen. Ey, ich habe jetzt gleich sogar eine gerade Zahl, oder? 12, es passt. Eine gerade Zahl, das erste Mal, glaube ich. Ich hatte gerade mein erstes Mal, Micha. Mit einer geraden Zahl. Spannend. So. Oh, hier fehlt die Decke, sehe ich gerade so. Ja. Pausieren. Oh Mann, ey. Ich hab schon eine Spinne gehört. Ja, höre ich auch die ganze Zeit. Was ist das gerade für eine India-Musik hier? Sollen hier auch noch, über das Glas soll da auch noch hier Holz hin? Guck mal, hier ist ein Schaf, weiß ich gar nicht. Oder soll das nur Glas? Mir ist das egal. Aber nur Glas? Wenn man es so hat. Warte mal. So. Und einen kleinen Moment bitte. Und hier aus vorne. Ach Scheiße. Hier ist ein Skelett. Könntest du hier unten? Da ist eine Spinne, da ist ein Creeper. Ja. Hier einmal Holz draufbauen, bitte. Wo? Da neben dem anderen Holz, bitte. Ach, da. Danke. So. Ist es unturned? Draußen ist mächtig was los. Naja. Ich überlege gerade, was ich machen könnte. Hier, Wände, Fenster. Warte. Fenster, ich habe dir Glas hingeworfen. Aber lass erstmal pennen gehen nachher. Weil wir müssen dann ja auch immer öffnen. Monster sind in der Nähe, wir können hier nicht schlafen. Das heißt, wir müssen ein zweites Geschoss bauen. Oder ein Dach rüberbauen. Ein fetten Dach oder so. Der haut gleich die Tür ein. Oder ein Balbendach. Ah, dafür hat man Hunde. Zugriff von der Angriff. Ja, wenn er kommt, die jetzt rein, deine Scheißköder, oder? Scheiße, eine Spinne. Ah, die überleben. Ja, ich kann schlafen. Ich nicht. Einen kleinen Moment. Ich auch. So. Hier ist eine Spinne vor, die ganze Zeit rumspringt. Die Hunde haben überlebt. Freu. Um unser Haus springt die ganze Zeit Spinnen rum.
Ja, lass sie springen. Solange sie nichts tun, ist ja alles wunderschön. Was ist denn jetzt so ein scheiß Monster? Da ist ein Skelett. Soll ich das mal reinlassen? Warte mal. Ich mach meine Hunde kampfbereit. Nö, jetzt ist das weg. Angriff Hunde. Ich lieb das. Alle Hunde auf ihn los. Aua, eine Spinne. Ach du Scheiße, ein Creeper. Achtung, weg da, Michael. Mach die Tür zu. Läuft dir hinterher. Weiß ich, ich laufe auch weg. Ey, bist du mein Hund? Hm. Soll ich die Hunde loslassen? Nee. Die laufen hier schon Amok und bellen die ganze Zeit. Die kannst du, glaube ich, gar nicht befehligen. Nee, die, weil die hier die ganze Zeit rumlaufen, deswegen. Ich müsste ja nur die Tür aufmachen. Ah, der Creeper ist kaputt gegangen. In unserer alten Wohnung ist ein Monster. Klopft und ein Creeper und zwei Creeper. Ja. Zwei Creeper, einer ist hochgegangen. Keine größeren Schäden, außer ein Loch. Oh, ein tiefes Loch. So, ich versuche den Creeper ins Haus zu locken. Ins Wasser. Aber wenn er hier explodiert. Ach du Scheiße, es gibt auch mega viel Schaden. Aber es geht nichts kaputt. Ach du Scheiße, Michael, ich hab nur noch... Ich dachte, die Spinnen greifen tagsüber gar nicht an. Ich hab ein halbes Leben nur noch, Michael. Na, ich hab... Warte, ich hab noch was zu essen. Ich geh erstmal rein, mir wäre das jetzt hampelig. Aber sonst läuft hier nichts rum. So, Hundis, ihr könnt euch schon mal ein bisschen hinsetzen. Macht es euch gemütlich hier in eurem neuen Zuhause. Ihr bleibt nämlich hier, kein Bock auf Hundezwinger. Ihr müsst immer in greifbarer Nähe sein. So, kommt auch rein, Hunde. Oh, ich brauche echt Essen. Kein Essen. Das will ich nicht essen. Hunde, jetzt kommt rein, seid ihr zu bescheuert, eine Tür durchzugehen, oder? So, hast du noch Essen? Da ist ein Creeper. Essen. Brauchen wir Sand bestimmt? Bestimmt. Sand immer ran mit Sand. Ah, hinter diesem Creeper losgegangen. Hab ich gehört. Und sehen. Deswegen habe ich auch gefragt, ob wir Sand brauchen. Ich brauche hier Essen. Essen? Ja. Ja, ich komm. Tune-up Utilities. Ach da. Startoberfläche. Tune-up Software. Schließen. Dankeschön. Ach so. Gebratenes Schweinefleisch. Lecker, lecker, lecker. So, mein Leben müsste sich. Es regeneriert sich. Sehr schön. Dreh das Rad. Und gleich, wenn die andere Aufnahme, die dritte Aufnahme, wenn die gerendert ist, machen wir einen Aufnahmeschluss. Dann schmeiße ich die andere Serie rein zum Rendern. Lösche das Gerenderte. Und dann nehmen wir direkt die nächste Folge auf, wenn du Bock hast. Ja, komm rein. Weil dann habe ich nicht so viel Speicher. Muss ich nicht so extrem viel speichern. Und ich schaue auch nochmal nach. Was machen wir überhaupt in der nächsten Folge? 99%. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.